Und damit herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf Sams Fußball Channel. Heute gibt es die nächste Folge von Sams Fußballschule. Ihr seht schon am Titel, schnelle oder große Stürmer. Heute gibt es den Vergleich, ihr seht schon am Thumbnail, Werner und Giroud. Die vergleiche ich heute so ein bisschen, beziehungsweise eben schnelle und wendige Stürmer im Vergleich gegen große Stürmer, ja, die, keine Ahnung, 1,90 oder so sind und einen groß gebauten Körper haben, ja. Ihr versteht das, glaube ich, schon. Und ja, ich denke, wir starten rein mit den Formationen bzw. mit den verschiedensten Laufwegen von den Spielern. Ich denke, wir starten mit den schnellen Stürmern. Wir starten mit den schnellen Stürmern. Und zwar, ja, sind die Stürmer extrem effektiv, wenn es um die Läufe hinter die Kette geht, ja. Ihr seht es jetzt hier. Ich bin wieder an unserer Taktiktafel und die schnellen Stürmer, ein Timo Werner, der zeichnet sich daraus aus, halt hinter die Kette schnell zu laufen. Ja, diese Bewegungen hier hinter die Kette mit unserer Nummer 9, ja, mit den die Läufe hinter die Kette. Ein gutes Beispiel ist das Tor gegen Köln, was er diese Saison geschossen hat. Gulaschi mit einem langen Abschlag und Timo Werner dann mit eben so einem Lauf bekommt den Ball komplett frei und kann den Ball dann versenken. Und das sind eben diese Läufe, die ein Timo Werner macht hier hinter die Kette, wenn der Ball lang von der Viererkette kommt, ja, wenn die hier mal ein bisschen aufgerückt sind, der Gegner steht vielleicht ein bisschen tiefer, ist vielleicht eine etwas schlechtere Mannschaft und dann kann ein Timo Werner eben hier in die schnellen Räume reinlaufen, ja, weil er eben Tempovorteile gegenüber den Gegnern hat, ja. Einen schnellen Stürmer kannst du extrem schwer verteidigen, ja, es sei denn, du bist genauso schnell. Ein Tipp hier für die Verteidiger, ja, wenn man gegen einen schnellen Stürmer spielt und man merkt, der läuft hier die ganze Zeit an mir vorbei, dann einfach mal ein bisschen fallen lassen, ja. Bisschen fallen lassen und im Raum auf den Stürmer warten. Dazu sehen wir jetzt noch ein paar Bilder, die ich euch so ein bisschen erkläre. Das erste Bild ist folgendes. Ja, ihr seht, rot geschrieben ist immer anspielbar. Ja, ein schneller Stürmer muss nicht unbedingt immer hinter die Kette laufen. Ein schneller Stürmer kann auch extrem gut mitspielen. Ja, wenn das kann, Timo Werner, finde ich, muss daran noch ein bisschen arbeiten, aber er kann das definitiv, auch mit den Mitspielern mitspielen, ja, man sieht es hier, der Ball kommt, glaube ich, gleich zu Schick, oben ist das, und er ist halt anspielbar, ja, man könnte Timo Werner jetzt direkt anspielen, ja, das heißt, ein schneller Stürmer, ein schneller, wendiger Stürmer muss nicht immer unbedingt hinter die Viererkette laufen, er kann auch sich fallen lassen, ja, das ist schon mal der erste Tipp, falls ihr vielleicht Stürmer seid oder eine Mannschaft trainiert. Also ein schneller Stürmer muss nicht unbedingt immer vorne laufen, sprinten, hinter die Viererkette. Er kann auch mal sich fallen lassen wie eine falsche 9, wie Messi das damals bei Barcelona unter Guardiola gemacht hat, ja. Sich fallen lassen, den Ball klatschen lassen, dann direkt wieder in die Spitze laufen, ja. Das macht einen schnellen, guten, wendigen Stürmer heute aus. Das nächste Bild ist folgendes, und zwar sieht man hier die Spezialität eines schnellen, wendigen Stürmers. Der Ball ist ungefähr in der Zentrale und die Viererkette muss natürlich jetzt aufpassen, dass Leipzig, ist das in dem Fall gegen Tottenham, sich nicht durchspielen kann. Hier ist ein schneller Stürmer extrem vorteilhaft, denn er kann jetzt, ich habe es nicht eingezeichnet, aber ich werde es euch erklären, er kann jetzt, ihr seht ja, Werner steht zwischen den beiden Innenverteidigern und da kann er jetzt einen Lauf hinter die Kette machen. Da hat er natürlich dann die Tempovorteile und wenn da der Ball dann gut durchgesteckt kommt, hat er eben den Vorteil mit seinem Tempo und kann dann meistens im 1 gegen 1, vielleicht ist noch ein Verteidiger, der ihn versucht zu hindern, aber kann dann meistens im 1 gegen 1 am Verteidiger vorbeilaufen, den Ball bekommen und dann aufs Tor schießen. Ja, so macht Timo Werner viele seiner Tore und das ist ein extrem guter Spot für schnelle und wendige Stürmer. Kommen wir zum letzten Bild und das ist auch sehr interessant und zwar muss ein schneller Stürmer nicht immer, wie gesagt, runter
und rauflaufen, hinter die Spitze, hinter die Viererkette laufen. Er kann auch mal auf den Flügel ausweichen. Ja, das ist im heutigen Fußball extrem wichtig und extrem modern. Man sieht hier Werner auf den Außen am Ball. Ein Tottenham-Verteidiger versucht nur von hinten zu stören, aber Werner ist im Dribbling halt verdammt gut. Und wie gesagt, ein Stürmer muss nicht immer vorne am Strafraum stehen. Er kann auch mal auf den Flügel ausweichen. Und jetzt hat er mehrere Optionen. Leimer geht in der Mitte. Schick könnte man mit einer Flanke vielleicht anspielen. Werner hat die meisten Scorerpunkte von allen Leipzig-Spielern in dieser Saison. Also er hat die meisten Tore und auch die meisten Vorlagen. Das spricht wirklich... Also nee, die meisten Vorlagen hat Nkunku, glaube ich. Da habe ich mich jetzt vertan. Entschuldigung. Nein, die meisten Tore auf jeden Fall. Aber auch viele Vorlagen und damit die meisten Scorerpunkte. Also ein Stürmer muss nicht immer nur vorne im Strafraum stehen. Und da gehen wir wieder zurück auf unsere Taktiktafel. Die großen Stürmer haben mehrere gute Komponenten, die ein schneller Stürmer eben nicht kann. Beziehungsweise ein kopfballstarker und kleiner Stürmer. Wenn der Stürmer kopfballstark ist und groß gebaut, so wie eben ein Olivier Giroud, ein Zlatan Ibrahimovic oder ein Higuain, habt ihr gerade gesehen, dann hat er folgende Vorteile im Spiel. Und zwar bei den Abstößen fangen wir an. Ja, wenn der Torwart Abstoß hat und die Mannschaft vielleicht sogar vorrückt, hat man mit einem Stoßstürmer, so wie ich ihn jetzt nennen würde, ja, einer, der den Ball festmacht, hat man jetzt den Vorteil, so, die Gegner rücken auf, versuchen das zu verteidigen, hat man jetzt den Vorteil, dass man den Ball eben auf diesen einen Zielspieler spielen kann, der extrem eklig meistens zu verteidigen ist. Wenn immer der Ball auf den einen Stürmer kommt, klar, du bereitest dich irgendwann vor. Aber wenn der so groß und so stark ist, dann hast du, ist es einfach eklig zu verteidigen. Und der Ball kann dann halt immer wieder auf diesen Stoßstürmer kommen, der halt dann versucht, die Bälle festzumachen, entweder mit der Brust oder versucht, sie mit dem Fuß oder mit dem Kopf abzulegen. Und das ist eben saugefährlich. Wenn eben die Mannschaft aufrückt, die gegnerische, dann entstehen natürlich Räume, denn der Stoßstürmer ist der zentrale Punkt und da gehen halt die Verteidiger drauf. Und dann entwickeln sich Räume hinter der Kette, die dann die anderen Mitspieler nutzen können, um reinzugehen. Das ist der zentrale Punkt eines Stoßstürmers. Ja, er kommt entgegen, fordert den Ball mit seinem ganzen Körper, macht diesen fest und kann diese dann immer gezielt ablegen. Der zweite Punkt eines Stoßstürmers bzw. eines großen kopfballstarken Stürmers ist natürlich seine Kopfballstärke und damit die Gefahr bei Flanken. Ja, wenn ihr einen groß gebauten Stürmer habt, der kopfballstark ist, der sich behaupten kann, versucht die Bälle da vorne reinzuhauen. Irgendwann kriegt er ein Ding, setzt sich durch und köpft den Ball vielleicht rein. Ja, also das ist die zweite gute Komponente eines kopfballstarken großen Stürmers. Und jetzt schauen wir uns auch hier nochmal Bilder dazu an, die ich euch so ein bisschen erkläre. Das erste Bild ist ganz essentiell für einen Stoßstürmer. Ihr seht hier Giroud, habe ich daneben geschrieben, immer nah am Verteidiger. Ja? Ein Stoßstürmer klebt förmlich an den Verteidigern. Und wenn er dann den Ball fordert, bewegt er sich so schnell er kann eben weg. Hat dadurch den Vorteil, dass er eben einen groß gebauten Körper hat, kann eben den Körper zwischen den Verteidiger stellen und das ist extrem eklig zu verteidigen. Ja, habe ich gerade schon erklärt, wenn du nicht wirklich an den Ball kommst, weil der Stürmer einfach zu groß und zu stark ist, dann ist das extrem schwer zu verteidigen. Also ein Stoßstürmer immer möglichst nah am Verteidiger, da er eben diese körperliche Stärke mit sich bringt. Die zweite Sache, die ich gerade auch schon angesprochen habe, sind die langen Bälle, die ihr auf euren Stoßstürmer spielen könnt. Er ist nämlich meistens, also wenn er nicht stark im Kopfballspiel ist, dann ist es natürlich nicht so gut, aber sollte euer Stürmer stark im Kopfballspiel sein, könnt ihr den meistens immer hoch anspielen. Ja, ihr könnt ihn, der wartet auf diese Bälle, spielt den immer schön hoch an und er versucht dann die Bälle eben für euch festzumachen und die Mitspieler eben anzuspielen. Ja, das ist eine gute Komponente für einen Stoßstürmer. Falls er nicht kopfballstark ist, dann wird es natürlich schwieriger. Aber bei einem kopfballstarken großen Spieler wie eben Olivier Giroud könnt ihr eben oft diese langen Bälle schlagen. Außerdem sind kopfballstarke Spieler wie ein Giroud oder wie gesagt die großen Stürmer gefährlich bei Standards. Da sollten die verteidigenden Mannschaften immer aufpassen, ja. Wenn
ihr einkaufsballstarken großen Stürmer in eurer Mannschaft habt, wie gesagt, versucht den immer mit hohen Bällen anzuspielen. Sei es Flanken, sei es Einwürfe, sei es Eckbälle, sei es Freistöße, ja. Wenn er wirklich saustark mit seinem Körper ist, wenn er auch weiß, das einzusetzen, ja, wenn er weiß, wie er sich richtig drehen muss, wie er den Ball behaupten muss, ja, dann ist es extrem gefährlich. Also gerade kopfballstarke Spieler kann man bei Standards immer anspielen. Und das letzte Bild für heute ist folgendes. Er kann den Ball immer für Mitspieler ablegen. Ja, das habe ich vorhin auch schon erklärt. Ihr seht, der Verteidiger ist so nah dran, weil er eben nicht will, dass er das Kopfballduell gewinnt. Ja, dass er sich einfach den Ball annehmen kann und abspielen kann. Aber Giroud ist ebenso stark und kann das trotz Gegner einfach den Ball ablegen. Ja, da ist er extrem stark und ich finde es auch schade, dass er nicht so oft spielt. Ich feiere solche Spieler, ehrlich gesagt. So kopfballstarke, groß gebaute Stürmer, die du einfach nicht verteidigt kriegst. Da kannst du machen, was du willst. Dem musst du eigentlich schon den Fuß brechen, damit dann eben nicht mal ein Kopfballduell gewinnt oder mal den Ball festmacht. Also solche Spieler extrem eklig zu verteidigen. Und das sollte auch eigentlich von dem Video gewesen sein. Schreibt eure Meinung mal in die Kommentare. Welche Stürmer feiert ihr mehr? Sind es die großen Stürmer oder sind es die schnellen Stürmer? Schreibt eure Meinung gerne dazu in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Und lasst gerne ein Like und Abo für weitere Videos da. Das war's von mir, ich bin raus, bis zum nächsten Mal und ciao.